Die Fed wird im Juli die Zinsen senken müssen. Das sagen die Märkte aufgrund des Bankencrashes in den USA. Und das widerspricht ja diametral dem, was Fed-Chef Jerome Powell eigentlich bei seiner Pressekonferenz gesagt hatte. Als er meinte, naja, also nee, Zinsen, die werden wir nicht senken. Die Märkte unterschätzen, wie lange es dauert, bis die Inflation wirklich nach unten kommt. Also eine klare Absage eigentlich an Zinssenkungen. Die Märkte sagen doch, ihr werdet die Zinsen senken müssen. Während die Fed, während Jerome Powell vor allem versucht, diese ganze Zinspolitik zu trennen, eigentlich mit dieser ganzen Bankenthematik. Die Frage ist, kann er das durchziehen, kann die Fed das durchziehen oder muss man bald doch einknicken, weil die Dinge hier eskalieren. Und schauen wir uns die Gemengelage mal an. Jedenfalls die Fed Fund Futures sagen, mit einer größeren Wahrscheinlichkeit wird die Fed bereits auf der übernächsten Sitzung, das ist am 26. Juli, wird die Entscheidung getroffen, auf der übernächsten Sitzung die Zinsen senken. Aber schauen wir uns zunächst mal das Drama an bei den Regionalbanken. -15% alleine in dieser Woche der Index KRE. Hier sehen wir also einen, ja, Crash, kann man sagen. Viele Aktien aus diesem Sektor haben sich mindestens halbiert alleine in dieser Woche. Die Minuszeichen an der Wall Street halten sich dagegen noch in Grenzen, während wir einen VIX von über 20 sehen inzwischen. Und jetzt ist die Frage, naja, wer ist denn eigentlich schuld an dieser ganzen Geschichte? Natürlich nicht die Fed, sondern jetzt rücken immer mehr die Shortseller in den Blick, also jene, die diese Aktien geschortet haben. Jetzt gestern Abend ein Statement von SEC-Chef Gensler, kryptisch, der sagt, ja, wir werden alles untersuchen und identifizieren und verfolgen, was auf Fehlverhalten deutet, was dann wiederum Investoren gefährden könnte und Kapital gefährden könnte und das funktionierende Märkte gefährden könnte. Was meint er damit? Das sagt er nicht genau. Das ist sozusagen eine Drohung mit dem Schweinsohr, das hier geschickt wird, könnte man sagen. Ja, es gibt Short-Wetten auf diese Bankaktien. Aber wie gestern Goldman Sachs gezeigt hat, es sind vorwiegend jetzt Leute, die mit blutenden Händen ihre Long-Positionen, die sie wahrscheinlich schon länger haben, verkaufen. Es ist weniger jetzt, dass Hedgefonds hier nochmal Short gehen. Und dass offenkundig hier nicht nur die Aktien unter Druck sind, sondern eben auch die Anleihen, etwa der PacWest Bank, zeigt, dass mit einem Shortverbot, das möglicherweise jetzt kommen wird für diese US-Regionalbanken, wahrscheinlich nichts geholfen würde. Oft ist es so, dass wenn ein Shortverbot erlassen wird, die Dinge erstmal nochmal schlimmer werden. Hier sehen wir jedenfalls die Anleihen des Unternehmens mit Fälligkeit Mai 31. Die rauschen auch ab. Und nein, es ist natürlich nicht die Fed schuld an dieser ganzen Geschichte. Die hat ja beide Optionen gezogen. Eine hohe Inflation und jetzt eben diese massive Bankenkrise. Hier sieht man, wie Fed-Chef Powell mal eben auf der Titanic ein bisschen spielt. Und hier diesen Dinosaurier JP Morgan, der mal eben die First Republic hier ausreißt. Und dann sagt hier diese Figur, I'm glad that crisis is behind us. Das hat ja mehr oder weniger so JP Morgan-Chef Diamond gesagt. Schauen wir uns mal die Kontovolumen an. Wir sehen JP Morgan 2,4 Billionen, Bank of America 2,0, Wells Fargo 1,4 und dann Citi 1,3. Die vier Dickfische alleine, Bank of America und JP Morgan, haben zusammen 31% aller Kontoeinlagen der Amerikaner. Extreme Konzentration. Eigentlich hätte JP Morgan ja gar nicht die First Republic übernehmen dürfen, weil man mehr als 10% der Kundeneinlagen hat. Aber wissen Sie was, wenn einmal ein bisschen Stress ist, Geld, dann werden Vorschriften halt auch nicht mehr so beachtet. Aber die Dinge könnten sich noch weiter verschlechtern, denn wir haben gestern Abend neue Daten zu den Zuflüssen gesehen in die Geldmarktfonds, also in die Konkurrenz. Jene Geldmarktfonds, die ja schon jetzt 5% an Zinsen bieten, während die US-Banken in der Regel gar nichts bieten. Hier sehen wir, dass wieder 47 Milliarden Dollar in diese Geldmarktfonds reingeflossen sind, vor allem von Retail-Investoren, also von Privatleuten, 26,4 Milliarden, mehr als von den Institutionellen. Das heißt, dieser Schwarm, der geht weiter raus aus den Banken. Heute Abend bekommen wir erst die Daten zu den Geldeinlagen bei den US-Banken. Aber jetzt allein in den letzten zwei Wochen etwa 100 Milliarden Dollar abgeflossen. Was wäre die Lösung dieses Problems? Es gibt keine, bis auf eine radikale Zinssenkung der Fed, sodass diese Zinskonkurrenz nicht mehr besteht, die letztendlich dafür sorgt, dass du mit deinem Smartphone innerhalb von einer Minute Gelder eben hin und her schieben kannst. Genau das passiert. Die Fed müsste also massiv die Zinsen senken oder die Zugänge zu den Reverse Repo
Operationen einschränken, aber das ist alles sehr, sehr unwahrscheinlich, vor allem die Zinssenkung. Hier sehen wir vielmehr, dass die Bilanzsumme der Fed jetzt um weitere 58,7 Milliarden Dollar geschrumpft ist in der letzten Woche, damit mehr als die Hälfte der Bilanzsummensteigerung aufgrund des Crashs bei der Silicon Valley Bank wieder verpufft. Die Fed hatte damals ja praktisch dieses Geld bereitgestellt. Die Banken haben Einlageabflüsse. Das versuchen sie durch teuer verzinstes Geld über dieses Fed Discount Window zu kompensieren. Hier sehen wir, dass diese Discount Window Borrowing zurückgegangen ist auf 5,3 Milliarden Dollar in der letzten Woche. Liegt aber daran, dass First Republic, die offenkundig massiv sich bedient haben an diesem Fed Discount Window, eben jetzt im Prinzip Geschichte sind. Wir sehen also, Bilanzsumme sinkt. Und das ist seit 6 Wochen in Folge, war ja auch ein Bullenargument letztendlich. Und jetzt hier mal zu dieser Zinsthematik. Hier sehen wir jetzt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Fed jetzt die Zinsen senken wird am 26. Juli. Das ging wahnsinnig schnell, diese ganze Drehung. Gestern Abend waren wir sogar noch bei 60% der Wahrscheinlichkeit, dass die Fed bei der übernächsten Sitzung die Zinsen senken wird. Hier sogar eine Wahrscheinlichkeit von 5,7%, dass die Fed dann im Juli, Ende Juli, um 0,5% die Zinsen senken wird. Also das ist schon eine radikale Wende. Aber die Frage ist, geben die Daten das her? Heute bekommen wir ja die US-Arbeitsmarktdaten. Hier die Erwartung zwischen 125.000 und 270.000. Wir haben zuletzt starke Erstanträge gesehen. Wir haben am Mittwoch die ADP-Arbeitsmarktdaten gesehen mit fast 300.000, doppelt so viele neue Stellen als erwartet. Also viele spricht dafür, dass die Zahlen nicht so, dass die Zahlen ziemlich stark werden. Jetzt ist die Frage, was wäre für Aktien besser? Eine starke Zahl oder eine schwache Zahl? Hier sehen wir nochmal die Erwartung, 180.000 neue Stellen, das wäre der schlechteste Wert seit mindestens einem Jahr. Stundenlöhne 0,3 und 4,2% Vormonat und Vorjahresmonat, also darauf wird zu achten sein, und zu achten ist eben auch auf diese ganze Geschichte mit der Schuldenobergrenze in den USA. Wir sehen hier alleine gestern wieder weitere 27 Milliarden Dollar weniger auf dem Konto von Finanzministerin Yellen. Das wird also immer weniger, dadurch rückt der Termin für diesen Government Shutdown im Prinzip immer näher. Wenn man sich nicht einigt, unten sehen wir die Fed Reserves, sehen wir praktisch die Liquidität im Bankensystem, nimmt weiter ab, gleichwohl halten sich die Kurse gut. Und jetzt die entscheidende Frage ist eben, gelingt diese Trennung, die Paul sieht, nämlich zwischen Zinspolitik auf der einen Seite und dieser ganzen Bankensituation, Regionalbankensituation auf der anderen Seite. Wann wissen wir, dass die Dinge schwierig werden? Wenn wir Contagion sehen, wenn wir sehen, dass andere Kreditmärkte plötzlich Warnsignale geben. Bisher ist das eigentlich nur auf den Immobilienmarkt beschränkt. Hier sehen wir, dass der Risikoaufschlag auf Immobilienkredite höher ist als in der Finanzkrise. Wir sehen ja, dass die Hauspreise jetzt derzeit fallen. Wir sehen vor allem im Commercial Real Estate Bereich, wie die Dinge fallen. Aber hier wird da sozusagen ein Übersprung passieren auf andere Kreditmärkte. Das sehen wir bisher überhaupt nicht. Zum Beispiel auch bei den Corporate Bond Yields, Investment Grade, also bei den Unternehmensanleihen. Die rentieren jetzt durchschnittlich weniger als der Leitzins der Fed ist. Das gab es in den letzten Jahrzehnten kaum einmal. Also da ist man praktisch auf sicher. Bei der Fed kriegt man derzeit mehr, als wenn man eine Unternehmensanleihe erwirbt. Ein Unternehmen kann ja auch durchaus pleite gehen, aber nicht pleite ist die großartige Apple gegangen. Gestern ja die Zahlen, man hat natürlich wieder mal die Erwartungen geschlagen, Umsatz und Gewinn ist klar. Die Soft Expectations, man hat die Soft Expectations, also die niedrigen Erwartungen geschlagen. Wichtig auch die Guidance. Hier sagt man auch, bleibt alles wie so ist, man fürchtet also keinen ökonomischen Gegenwind. Hier sehen wir mal die Entwicklung, wir haben praktisch jetzt Revenues minus 2,5% im Vergleich zum Vormonat. Wir haben also jetzt das zweite Quartal mit negativer Umsatzentwicklung jeweils zum Vorjahresquartal. Wir hatten etwa vor einem Quartal noch 97,2 Milliarden Dollar, jetzt sind es nur noch 94,8 Milliarden Dollar. Also es ist jetzt nicht so wirklich eine Wachstumsstory, die hier der Fall ist. Und die Price-Earnings-Ratio, das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Apple liegt bei 27. Das ist alles andere als billig. Die Aktie dennoch gestern nachbörslich etwas zugelegt. Hier sehen wir, dass Asien vor allem noch wächst, Rest of Asia und ein bisschen Europa. Dagegen Amerika
Greater China, also China und Taiwan und Japan abnehmen. Hier unten sehen wir mal die Verkäufe von iPhones, iPads und bla bla bla. Mehr oder weniger stagnierend, da passiert nicht mehr allzu viel. Gestern, wenn wir jetzt zu den Märkten kommen, hatten wir ja gesehen, wie stark der VIX explodiert ist. Der S&P oben hier auf 4050, diese Unterstützung, gleichzeitig ein wichtiger gleitender Durchschnitt. Der VIX aufgrund dieser positiven Divergenz ausgebrochen. Allerdings normalerweise passiert dann erstmal am nächsten Tag ein Rücksetzer, was dann tendenziell auch für eine Erholung spricht. Die deutet sich auch im 15-Minuten-Chart des S&P 500 an. Aber übergeordnet jetzt die Frage vor allem, wenn solche Player wie die CTAs, die Vermögensverwalter in den USA, jetzt sehen, dass die ganze Geschichte doch gegen Süden laufen würde und die sind komplett long, volle Unterkante, Oberlatte oder anders, oder ich weiß jetzt auch nicht, gell? Auf jeden Fall sehen wir, dass wenn etwas nach unten kommt, dann müssten die massiv verkaufen, müssen also die Positionen abstoßen. Das sind in der Regel Trendfolger. Geht's rauf, kaufen sie, geht's runter, verkaufen sie. Und wenn wir abschließend jetzt mal wechseln nach China. Wieder sehen wir schwacher Kaixin-Dienstleistungsindex. Die Dynamik lässt nach. Gestern hatten wir schon einen Artikel bei Finanzmarktwelt, dass der Konsum zwar ganz gut ist, vor allem Reisetätigkeit, aber der Immobilienmarkt wieder Schwächezeichen sendet. Und gestern auch die Daten ja Deutschlands, Exporte, Importe, da die Handelsbeziehung zu China, massive Rückgänge sowohl bei den Importen aus China als auch die Exporte nach China waren verantwortlich dafür, dass die Dinge hier so stark nach unten gegangen sind. Und heute Morgen haben wir die Industrieaufträge bekommen, -10,7%. Viel, viel schlechter als erwartet. Ich glaube, dass hier der März der Gamechanger war, das, was in den USA passiert war. Und sich jetzt eben zeigt, dass China sich nicht so besonders gut erholt. Aber wir sehen Aufträge, verarbeitendes Gewerbe, mithin also Industrie, das sieht nicht gut aus. Und da sagen eben viele Unternehmen, oh, dann gehen wir mal, weil hier sind die Energiekosten zu hoch, die Industrialisierung, das Schlagwort. Hier sehen wir, dass wir jetzt in etwa seit langer Zeit hier Strom natürlich aus, Atomstrom aus Frankreich importieren, etwa in dem Volumen, wie wir selber Atomstrom produziert haben. Das ist halt das Muster, gell? Atomenergie wollen wir nicht, gell? Aber von den Franzosen nehmen wir es. Flüssiggas von den Amerikanern, das nehmen wir, obwohl die teilweise ihre Löcher gar nicht verschließen, sodass Methan permanent austritt. Dann wird das mit Schwerdiesel über das Weltmeer transportiert. CO2-Fußabdruck, Katastrophe. Aber nehmen wir, gell? Hauptsache, wir schalten Atom ab. Und da freuen sich dann auch amerikanische Investoren. Das sind meistens Milliardenerben, die selber nicht mehr arbeiten müssen, aber viel investieren müssen und jetzt die Welt retten wollen. Und Herr Greichen im Staatsministerium für Wirtschaft, der freut sich darüber und sein familiäres Netzwerk, gell, man kennt sich, die sogenannte Vetternwirtschaft. Jetzt noch drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Gold, neues Jahreshoch, beste Woche seit März. Das freut die Goldbullen. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Warum reagiert eigentlich der DAX so erstaunlich gelassen? Der Dow hat gestern ein bisschen auf die Mütze bekommen, aber der DAX hält sich ziemlich gut. Warum, wieso, weshalb? Interessanter Artikel zu dieser Frage, zweite Empfehlung. Und dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, vielleicht ist aber bald finito, ja oder nein. Hier mal eine Analyse der aktuellen Situation jetzt im DAX. Also drei Empfehlungen. Ich hoffe, wir sehen uns in alter Frische am Montag. Nur wenn etwas Außergewöhnliches passieren würde, würde ich meine müden Knochen am Wochenende vor die Kamera schleppen, aber wahrscheinlich ist das nicht. Also ich sage Servus, ciao.